Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Die meisten kennen bestimmt das Jugendbuchprogramm Ivy vom Piper Verlag. Hier handelt es sich um ausgewählte Jugendliteratur für Leser ab 14 Jahren. Und ab heute gibt es ein neues Verlagsprogramm und das nennt sich You and Ivy und richtet sich nach dem Verlag an coole Leserinnen ab 10 Jahren. Ich denke aber, dass da auf jeden Fall auch genauso gut Jungs auf ihre Kosten kommen werden. Und diese Bücher möchte ich euch unbedingt vorstellen. Es ist nämlich so, dass das Jugendbuchprogramm Ivy auch schon auf unglaublich viel Zuspruch gestoßen ist. Und so dachte sich der Verlag, warum nicht? Versuchen wir auch noch ein bisschen jüngere Leser anzusprechen. Und wie schon gesagt, heute sind die neuen Bücher raus. Das Herbstprogramm, die ersten vier Bücher, auch hier wird es pro Halbjahr vier Neuerscheinungen geben, die ich euch jetzt unglaublich gerne vorstellen möchte. Ich durfte sie nämlich schon lesen und ja, kann sie auf jeden Fall nur empfehlen. Agentin Abby von Ben McMullen. Hier handelt es sich auf jeden Fall um eine spannungsgeladene Geschichte mit vier Abenteuern. Es geht um die junge Abby Hunter, die eine Einladung für die Smith School for Children bekommt und noch gar nicht so genau weiß, was sie da erwarten soll. Und dann aber das Geheimnis entdeckt, dass diese Schule unter anderem auch Geheimagenten ausbildet. Und ja, dort findet sie natürlich auch Freunde, mit denen sie unterwegs ist und man will ja nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall beginnen spannende Abenteuer, weil sie viele Geheimnisse nicht nur über diese Schule, sondern auch über ihre Familie und über ihre Vergangenheit erfährt, was unglaublich spannend ist. Es ist lustig, es macht wirklich Spaß zu lesen. Und auch wenn die Leseempfehlung ab 10 ist, kann ich hier auf jeden Fall auch ältere Leser wie mir nur zusprechen, dass es auf jeden Fall ein spannendes Kinderbuch ist, was auch, wenn man älter ist, noch Spaß macht oder dann vielleicht auch schon als Elternteil, um es mit den Kindern gemeinsam zu lesen. Nächster Titel ist Gangster School von Kate Wiseman. Und zwar handelt es sich hier auch wieder um eine Kulisse, die in einer Schule spielt. Und zwar ist es die Blackguards, die, wie der Titel schon verrät, eine Schule ist, die ihre Schüler für Gangster ausbildet. Beziehungsweise so stößt man halt auch ganz skurrile Unterrichtsfächer. Die Protagonisten sind Charlie und Millie, die beide von unglaublich bekannten und berüchtigten kriminellen Familien abstammen und hier landen und nun natürlich auch in dessen Fußstapfen treten sollen, sich dem aber gar nicht ganz so sicher sind, ob sie halt wirklich diese Richtung einschlagen wollen, müssen sich dort aber natürlich beweisen und man findet sich in Schulfächern wie Entfesselungskünsten und Trotz und Unhöflichkeit wieder. Es ist ein Titel, auf den ich mich mit am meisten gefreut habe und er hat mir auch gefallen. Er war auf jeden Fall lustig, wie schon gesagt, sehr abgedreht, aber auch sehr spaßig. Hier würde ich aber fast behaupten, dass wahrscheinlich wirklich 10 auch direkt diese Alterszielgruppe ist, die dieses Buch anspricht, weil es danach vielleicht, naja, doch ein bisschen den Charme verlieren könnte, was schade wäre, weil es nichtsdestotrotz ein sehr lustiges Abenteuer ist. Wunschtag von Lauren Marbuckle. Und zwar ist es hier wieder ein ganz anderer Titel. Jetzt kommen wir langsam mehr in diese, noch nicht ganz Fantasy, aber sagen wir mal Mystery-Schiene, die ich persönlich unglaublich gerne mag, weil ich meistens die Atmosphäre in diesen Büchern sehr ansprechend finde. Ich finde, es hat immer so ein bisschen was Düsteres, Melancholisches, auch hier vertreten, aber keine Angst, trotzdem für die Zielgruppe geeignet, aber wie ich finde, auch definitiv für ältere Leser. Das war jetzt ein Buch, was mich inhaltlich denn auch noch gleich viel mehr fesseln konnte und begeistern hat. Hierbei geht es um die junge Natascha, die mit ihren zwei kleinen Schwestern und ihren beiden Tanten und ihrem Vater zusammenlebt. Die Mama ist leider nicht mehr da. Und ja, es gibt hier jeweils einen Wunschtag, der auf einen wartet. So, auf bei Natascha an ihrem 13. Geburtstag. Und da kann man drei verschiedene Wünsche folgen. Erstens, der Wunsch, den man sich selbst erfüllen kann. Dass ich geküsst werde. Zweitens, der tiefste Wunsch verborgen im eigenen Herzen, dass ich für jemanden etwas ganz Besonderes bin. Drittens, der unmögliche Wunsch, dass meine Mutter noch am Leben ist. Was kann noch passieren?
Genau, ich habe ja schon gesagt, dass die Atmosphäre auf jeden Fall super cool ist. Natascha lebt mit Familie und Freunden in Willow Hill, eine Stadt, die auch ziemlich abgegrenzt ist von der Außenwelt und so auch nochmal ihr ganz eigenes Flair aufbauen kann. Und es ist eine unglaublich atmosphärische, spannende Geschichte, die mir persönlich wahrscheinlich mit am besten gefallen hat und die ich somit auch auf jeden Fall noch wesentlich älteren Lesern auch definitiv ans Herz lesen kann und für junge Leser auf jeden Fall Spannung pur. Luna im Zeichen des Mondes von Anne Buchberger. Ein Cover, was, wie ich persönlich finde, ein absoluter Eyecatcher ist. Dieses Buch habe ich zum Beispiel auch schon bei mir auf dem Blog vorher vorgestellt für die Neuerscheinung, wo auch schon ein großer Aufschrei kam, weil ich glaube, die meisten echt begeistert davon sind. Und ich kann auch sagen, dass es inhaltlich auf jeden Fall verspricht, was hier angepriesen wird. Es geht um die 13-jährige Annalina, die Kronprinzessin des Ahnenreichs ist und für die schon eine Prophezeiung feststand, bevor sie überhaupt auf die Welt gekommen ist. Und zwar soll sie die neue Mondprinzessin werden. Und somit steht natürlich auch schon sehr viel für sie in die Sterne, schon sehr viel vorbereitet. Das Königreich passt natürlich auf sie auf, es ist ein Weg für sie vorherbestimmt. Und es ist aber was, dem sie sich nicht so ganz stellen möchte, wo sie noch keine positiven Aspekte für sich rausziehen kann, weil sie dadurch auch ein sehr distanziertes Verhältnis zu ihren Mitmenschen hat. Welches Kind möchte das? Dann kommt aber die Nachricht, dass sie an der Akademie des Meeres aufgenommen wurde, um sich dafür schulen lassen soll, den Kampf gegen die Magierin Gwenda anzugehen, die das ganze Königreich und Land so ein bisschen in Schrecken hält und sich dem entgegenstellen soll. Auf dieser Reise lernt sie neue Freunde kennen, die mit ihr dieses Abenteuer bestehen. Und auch hier muss ich sagen, dass es atmosphärisch unglaublich schön ist. Ich finde es sprachlich auch einfach schon ein Stück weit höher angesetzt als die anderen Bücher vom Stil und Aufbau und auch vom Wortgebrauch. Und aber wunderschön, sehr toll. Also wie schon gesagt, wer schon ins Cover verliebt ist, dem kann ich auf jeden Fall auch dieses Buch nahelegen, weil es ist wirklich so, dass es auch inhaltlich dem nachkommen kann. Das war's, die 4 Neuerscheinungen aus dem neuen Label You and Ivy. Ich bin unglaublich gespannt, wie euch die Bücher gefallen, ob sie euch ansprechen. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dass sie alle im Hardcover-Format rausgekommen sind. Jedes Buch kostet 12,99 € und ist ab jetzt heute überall erhältlich. Ich persönlich lese selbst gerne ab und zu noch ein Kinderbuch und da muss ich sagen, dass diese Bücher wirklich sehr gut abgeschnitten haben. Das, was der Verlag verspricht, das ist eine sehr ausgelesene, ein sehr ausgelesenes Ergebnis von besonderen Geschichten, dem kann ich nur zustimmen. Es sollen halt alle Bücher Abenteuer, Spannung, Humor, Mystery und Fantasy so ein bisschen vermitteln, zumindest so ein paar Aspekte. Es soll natürlich auch um viel Stärke gehen und sich nicht immer nur auf Klischees berufen, was ich persönlich auch immer nur bevorzugen kann. Und ich finde es auch super umgesetzt. Es ist trotzdem super toll und wirkt nicht aufgesetzt oder, was für Kinder nun mal meistens nicht so toll ist, wenn der erste Eindruck ist, pädagogisch wertvoll. Nein, es sind wirklich tolle Bücher, wo ich behaupten würde, dass auch die Eltern große Fans von sind, dass man als älterer Leser noch zu diesen Büchern greifen kann und vor allem für die jüngeren Leser absolute Abenteuer versprechen. Das war's. Schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr von den Büchern, wie gefallen sie euch? Könntet ihr euch auch vorstellen, 1, 2 davon zu lesen? Wenn ihr mehr über die Bücher erfahren wollt, ich verlinke unten in der Infobox natürlich auch einmal die Verlagsseite, aber auch meinen Blogbeitrag hierzu, wo ihr auch nochmal Klappentext und alles finden könnt. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Bye.